Es gibt unfassbar viele YouTube-Tools da draußen, die uns versprechen, uns erfolgreich zu machen. Doch die Wahrheit ist, dass die meisten teuer sind, wenig bringen und uns teilweise sogar falsche Hinweise liefern. Daher gibt es in meinen Augen nur ein einziges YouTube-Tool, was wirklich jeder braucht. Und das werde ich euch in diesem Video vorstellen. Viel Spaß! Das Tool, um das es sich dreht, heißt Morning Fame. Das Geniale hieran ist, dass Morning Fame eigentlich drei Tools in einem sind, aber auch nur zum Preis von einem. Insgesamt haben wir hier ein Analyse-Tool, was uns dabei hilft, unseren Kanal besser zu verstehen. Wir haben ein geniales Keyword-Tool, was wirklich das Beste ist, was ich bisher kenne. Und wir haben ganz neu den sogenannten Niche-Spy. Das ist ein absoluter Cheatcode auf dem Weg zu unserem YouTube-Erfolg. Wie diese drei Tools funktionieren, werden wir uns jetzt mal genauer anschauen. Starten wir erstmal mit der Analyse. Hier bekommen wir erstmal eine generelle Übersicht, ob unsere Videos aktuell zu unserem Wachstum beitragen oder eben nicht. Dafür gibt es eben diese ganz simple Grafik hier. Das ist nichts Weltbewegendes, aber da schaue ich schon einmal die Woche rein. Vor allem spannend sind solche Hinweise hier, die uns ein bisschen dabei helfen, besser zu verstehen, wie unsere Videos aktuell funktionieren. Ihr seht ja auch, dass der Text generell auf Englisch ist. Das ist wahrscheinlich für die meisten hier der einzige Kritikpunkt. Das Ding ist aber, das Englisch ist recht leicht verständlich, aber zur Not kann man die Seite auch recht leicht mit einem Rechtsklick einfach übersetzen lassen. Habe ich schon mal ausprobiert, funktioniert ganz gut. Hier oben haben wir dann insgesamt 5 verschiedene Reiter, in denen wir rein können und der nächste ist der Strategiebereich. Hier sehen wir einfach auf einen Blick, wie unser Kanal performt im Vergleich mit ähnlichen Kanälen und wo aktuell unsere Schwachstelle liegt. Das muss man zugegebenermaßen so ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber einen groben Hinweis kann man auf jeden Fall dadurch bekommen. In meinen Videos hört ihr auch immer, wie ich sage, man soll mehr von dem machen, was funktioniert. Und hier gibt Morning Fame uns auch eine kleine Hilfestellung und zeigt Videos an, die für uns in letzter Zeit recht gut gelaufen sind. Wir sehen darunter auch Videos, die wir nicht nochmal machen sollten. Allerdings, wenn man eine recht gute Kanalstrategie hat, dann kann es passieren, wie jetzt in diesem Fall, dass auch mal eine Zeit lang keine Videos angezeigt werden. Das Ganze gibt es da auch nochmal für die Playlist hier unten angezeigt. Der Workshop-Bereich ist das Ganze nochmal in einer etwas ausführlicheren Version. Hier kann ich zum Beispiel reingehen in die Watchtime und mir nochmal ganz genau anschauen, wo die Schwachstelle vielleicht liegt und kann mir hier auch Videos anschauen, die eben speziell jetzt bei der Watchtime viel gebracht haben, um mich also an den Videos zu orientieren, die mir bei meiner Schwachstelle helfen werden. Ist natürlich dann besonders interessant, wenn wir auf die Abonnenten schauen, weil hier sehen wir dann natürlich, welche Videos wir haben, die uns recht viele Abonnenten gebracht haben, also wir können uns das recht leicht anzeigen lassen. Auch der Velocity-Bereich ist nochmal ganz interessant, hier haben wir noch so ein paar Statistiken, die ich manchmal anschaue, zum Beispiel, wenn ihr zu vielen verschiedenen Uhrzeiten hochladet, dann kann diese Grafik interessant sein, denn dort sehen wir einfach die Video-Performance von den verschiedenen Upload-Daten, ist bei mir jetzt recht langweilig, ich habe nur einmal an einem Tag hochgeladen, aber auch das könnte eben für euch ganz interessant sein. So richtig spannend wird dann aber der Algorithmusbereich. Ihr seht hier diese Benachrichtigung. Wenn ich hier raufklicke, dann sehe ich ganz viele kleine Benachrichtigungen, zum Beispiel wenn meine Videos neben einem neuen Kanal vorgeschlagen werden, wenn Leute meine Videos über einen neuen Suchbegriff finden oder aber auch wenn generell unsere Videos irgendwo abgehen. Zum Beispiel hier seht ihr, dass das Video nochmal bei den Shorts aufgegriffen wurde. Scrollen wir weiter runter, sehen wir dann noch die verschiedenen Zugriffsquellen und können uns hier nochmal genauere Daten ansehen. Das ist total genial. Zum Beispiel bei den Videovorschlägen hier haben wir den Punkt Audience Magnets. Da sehen wir also, welche Videos uns die meisten Klicks von anderen Kanälen liefern. Ich sehe also auf einen Blick, welche meiner Videos recht gut bei anderen Kanälen vorgeschlagen werden und vor allem auch neben welchen Kanälen. Recht ähnlich ist dann noch dieser Bereich Top Recommending Channels, weil auch hier kann ich dann nochmal anschauen, von welchen Kanälen ich generell viele Klicks bekomme. Also klar, in dem Fall recht offensichtlich, dass hier eine hohe Übereinstimmung ist, aber so sehe ich zum Beispiel, welche Videos bei der Konkurrenz bereits gute Klicks machen. Also kann ich so ein bisschen für mich auch abschätzen, welche Videos deren Zuschauer vielleicht ganz spannend finden, also was auf deren Kanälen vielleicht ein bisschen fehlt und kann dann mehr von diesen Videos hier machen, wo ich sehe, da haben die Leute von anderen Kanälen auch viel Interesse dran. Das kann ich zum Beispiel benutzen, um mir eben noch einen Vorteil zu verschaffen, also mich wirklich in meiner Nische für einen bestimmten Bereich ja, bekannt zu machen und damit natürlich dann auch wieder mehr Erfolg zu haben. Insgesamt gibt es noch so viel mehr zu sehen. Zum Beispiel können wir auch nachvollziehen, wie gut unsere Verlinkungen zu anderen Videos funktionieren. Ich würde euch einfach empfehlen, klickt euch hier wirklich mal in Ruhe durch. Hier könnt ihr wirklich vieles über eure Kanäle lernen. Kommen wir nun zum zweiten Tool von Morning Fame, das Keyword-Tool. Hierzu wird es eines Tages nochmal ein eigenes Tutorial geben, denn dieses Tool ist wirklich unfassbar gut. Natürlich können wir nichts garantieren,
aber die Wahrscheinlichkeit, es auf die ersten Plätze der Suche zu schaffen, ist wirklich bei keinem Tool so hoch wie bei MorningFame. Das Keyword-Tool von TubeBuddy zum Beispiel, das muss man so hart sagen, ist im Vergleich zu MorningFame wirklich Müll. Ich persönlich muss aber auch sagen, dass ich diese ersten beiden Schritte hier komplett überspringe. Die helfen uns zwar so ein bisschen dabei, das richtige Keyword zu finden, aber ich gehe in der Regel direkt in den dritten Schritt rein. Hier haben wir eine Suchleiste, die genauso funktioniert wie die auf YouTube. Gebe ich hier so einen Begriff ein, zum Beispiel jetzt mal YouTube Abonnenten, dann sehe ich ganz genau, wonach die Leute suchen. Also je weiter oben etwas ist, desto mehr Menschen suchen in der Regel danach. Gebe ich jetzt zum Beispiel den Begriff hier ein, dann bekomme ich dafür eine Übersicht geliefert. Und die erkläre ich euch jetzt mal. Diese Haken hier oben, die bestätigen mir erstmal überhaupt, dass dieser Suchbegriff auch wirklich existiert. Wenn ich jetzt was eingebe, was als Suchbegriff so nicht existiert, dann bekommen wir hier auch ganz klar so ein X angezeigt, was mir sagt, nein, diesen Suchbegriff, den brauchen wir nicht zu verwenden. Bei TubeBuddy hingegen bekomme ich für diesen Suchbegriff ein sehr gut angezeigt. Ich will nicht wissen, wie viele von euch durch dieses Tool schon enttäuscht wurden. Zurück zu MorningFame. Diese Zahl zeigt dann übrigens das Suchvolumen an. Wichtig, das heißt nicht, dass dieser Begriff 20 Mal am Tag gesucht wird oder dass wir 20 Aufrufe damit bekommen werden, sondern es ist eine Schätzung. Und diese Schätzung wird angezeigt auf einer Skala von 1 bis 100. 100 ist generell natürlich viel Suchvolumen und 1 ist eben sehr wenig. Wenn die Zahl, wie bei mir hier, in Rot hinterlegt ist, heißt das übrigens, dass das für unsere Kanalverhältnisse vermutlich zu wenig ist. Übrigens, hier oben seht ihr auch immer eure Zahlen, also eure Abonnenten, die Durchschnittsklicks, die Durchschnittslikes und Durchschnittskommentare. Daran werden wir hier immer gemessen. Danach bekommen wir hier eine Einschätzung über unsere Erfolgschancen. Dabei nutzt MorningFame ein Notensystem von A bis F. F bedeutet in der Regel, dass wir nahezu keine Chancen haben zu ranken und A bedeutet, dass wir die besten Chancen haben. Was genau diese Bewertung jetzt bedeutet, werden wir wie gesagt nochmal in einem anderen Video uns genauer anschauen, aber kleiner Bonustipp. Die Werte, an denen wir hier gemessen werden, sind keine Werte, die für YouTube wirklich wichtig sind. Der Hintergedanke ist eher, dass ein Kanal, der viele Abonnenten hat, oder dass Videos, die viele Aufrufe haben, dass die diese Klicks ja nicht im Lotto gewonnen haben. Je größer also ein Kanal ist und je mehr Klicks ein Video hat, mit dem wir konkurrieren, desto schwieriger ist es wahrscheinlich, weil davon auszugehen ist, dass es eben ein recht gutes Video ist, mit dem wir da in Konkurrenz treten. Dennoch würde ich euch aber eher empfehlen, runter zu scrollen und die Kanäle, die hier sind, nochmal genauer anzuschauen. Denn manchmal kann es ja sein, dass Videos hier nur ganz oben in der Suche sind, weil es keine guten Alternativen gibt. Und dann kann man trotzdem versuchen, in die Suche zu kommen, obwohl die Konkurrenzsituation eigentlich sehr schlecht aussieht. Ich habe zum Beispiel auch damals beim Thema YouTube-Abonnenten bekommen, nur D- und teilweise sogar E-Noten bekommen. Und trotzdem dominiere ich heute diesen Bereich. Das Tool kann uns ja eben nicht alles abnehmen. Man muss auch ein gewisses Gespür entwickeln. Aber wie genau optimiere ich jetzt ein Video für die Suche, um auch auf den ersten Plätzen zu landen? Genau da hilft dieses Tool wie kein anderes. Dieser rechte Wert hier, Relevanz, zeigt uns nämlich an, wie gut die anderen Videos für diesen Suchbegriff optimiert sind. Und das Tool rechnet uns dann auch aus, welche Relevanz wir erreichen müssten, um gute Erfolgschancen zu haben. Es ist zwar so, dass YouTube ja generell in der Suche und auch überall sonst das Prinzip der Zuschauerzufriedenheit anwendet. Das heißt, es gibt viel komplexere Algorithmen, die entscheiden, ob ein Video jetzt angezeigt wird oder nicht. Aber wenn wir die Relevanz vernünftig optimieren, dann bekommen wir zumindest die Chance und werden definitiv ganz oben für ein paar Tage oder zumindest ein paar Stunden auf jeden Fall angezeigt. Die richtige Magie beginnt dann in Schritt Nummer 4. Wenn wir hier nämlich reingehen, dann bekommen wir hier einen Relevanzrechner, der uns in Echtzeit auswirft, wie hoch unsere Relevanz für diesen jeweiligen Titel ist. Gebe ich jetzt zum Beispiel mal den Titel von meinem letzten Video zu diesem Thema ein, dann seht ihr, dass die Relevanz sehr niedrig ist. Das liegt daran, dass MorningFame leider keine sprachlichen Eigenschaften erkennt. Bekommst und bekommen ist ja eigentlich das gleiche Wort. Und keine Sorge, YouTube erkennt das auch. Der YouTube-Algorithmus ist schlau genug, um sprachliche Eigenschaften zu erkennen. MorningFame als Ein-Mann-Armee hat das natürlich nicht mit einprogrammiert. Deswegen, wenn wir so einen Titel schreiben, würde ich einfach ganz kurz das Wort falsch schreiben, damit das Tool weiß, was gemeint ist. Auf YouTube könnt ihr es wieder richtig machen. Jedenfalls seht ihr jetzt aber, wie hoch hier die Relevanz ist. Wenn ich jetzt anfange, hier ein bisschen was zu verändern, zum Beispiel ein paar Wörter rauszunehmen, dann seht ihr, wie die Relevanz ansteigt. Diese Regeln, die der Relevanzrechner eben benutzt, um uns die Relevanz auszurechnen, die hat Nico, der Gründer von MorningFame,
in einer recht großen Studie herausgefunden. Habe ich sogar schon mal darüber berichtet. Das Video dazu packe ich euch mal oben in die Infokarte. Lasst übrigens auch gerne ein Abo da, wenn ihr das Video, wo ich das Tool nochmal viel genauer vorstelle, nicht verpassen wollt. Kommen wir jetzt noch zum dritten Tool, dem Niche Spy. Dieses Tool hilft uns dabei, ganz genau zu verstehen, wie unsere Zuschauer ticken. In nur wenigen Stunden können wir dadurch ganz neue Chancen erkennen und ich würde das Tool auch maßgeblich verantwortlich dafür machen, dass ich im letzten Jahr meinen Gaming-Kanal mit nur 5 Videos ins YouTube-Partnerprogramm gebracht habe. Dieses Tool funktioniert ganz einfach. Anhand einer KI wird ermittelt, welche Kanäle zu unserem sehr ähnlich sind, welche Kanäle also mit zu unserer Nische gehören. Bauen wir jetzt also unsere eigene Nische auf, dann gibt es hier diesen Punkt Ad-Related Channels. Und da sehen wir jetzt auch schon diese 20, das heißt, dass du gerade 20 für mich gefunden und klicke ich darauf, wird mir jetzt der erste Konkurrent vorgeschlagen. Wenn er passt, klicke ich eben Add to YouTube und dann kann ich weitermachen. Wenn der nächste Kanal nicht passt, kann ich entweder auf Ignorieren drücken oder auf Skip for Now. Dann wird der Kanal einfach für 4 Wochen rausgenommen und wird mir dann nochmal präsentiert. Wenn es fertig ist, sieht es dann ungefähr aus wie das hier. Aber was bringt uns das jetzt eigentlich? Eine sogenannte Nischenrecherche hilft uns dabei, unsere Konkurrenzsituation besser einzuschätzen. Wir können innerhalb von wenigen Minuten sehen, welche Konkurrenten wir überhaupt haben, was bei denen so läuft und wo es vielleicht in unserem Bereich auch noch Lücken gibt. Je größer unser Kanal und unsere Nische ist, desto besser können wir auch nachvollziehen, wie unsere Zuschauer sich generell verhalten, was sie an uns schätzen und wie wir einfach bessere Videos erstellen können. Wir erfahren Geheimnisse, die wir anders nicht herausfinden würden. Habt übrigens keine Vorschläge, dann könnt ihr über diesen Button hier noch weitere Kanäle manuell hinzufügen. Auch ganz wichtig, ihr seht, ich habe jetzt hier wirklich nur die deutschen Kanäle drin, das solltet ihr auch niemals mischen. Also englische Kanäle oder generell andere Sprachen sollten nicht mit Deutsch vermischt werden und ihr solltet auch keine Kanäle hinzufügen, die schon mehrere Jahre nichts mehr hochgeladen haben, weil auch davon können wir nichts mehr lernen. Was das Tool uns jetzt sagt, ist auch eigentlich recht simpel. Je weiter ein Kanal in der Mitte ist, desto etablierter ist er in der Nische. Bedeutet, wenn ich jetzt anfange Videos zu schauen in diesem Bereich, dann werde ich früher oder später wahrscheinlich bei den Kanälen landen, die hier im Inner Circle sind. Klicke ich jetzt meinen Kanal an, sehe ich hier diese gelben Linien, die zu mir führen, oder wenn ich nochmal raufklicke, die von mir wegführen. Die zeigen mir an, mit welchen Kanälen ich die höchste Übereinstimmung habe, also wo die meisten meiner Zuschauer sonst ihre Zeit verbringen. Wenn wir jetzt also auf der Suche nach neuen Videoideen sind, kann es viel Sinn ergeben, uns bei den Kanälen umzuschauen, wo wir eine hohe Übereinstimmung haben. Es kann aber auch dabei helfen, Kooperationspartner zu finden. Wenn wir also mit einem anderen ein Video zusammen erstellen wollen, würde ich am ehesten die Leute anschreiben, wo wir einen recht dicken gelben Pfeil haben, weil das bedeutet, dass unsere Zuschauer sich wahrscheinlich auch schon für beide Kanäle interessieren, also sich wahrscheinlich sehr über so eine Kooperation freuen würden. Wir haben mit dem Tool aber noch einen weiteren Vorteil, die Mustererkennung. Ein Muster bedeutet, dass wir irgendwas finden, am besten bei den erfolgreicheren Videos von verschiedenen Kanälen, was immer und immer wieder funktioniert. Indem ein Muster eben auf mehreren Kanälen für gute Ergebnisse sorgt, wissen wir, dass dieses Muster verantwortlich für den Erfolg ist. Nutzen wir dieses Muster jetzt auch für unseren Kanal, kann das unsere Erfolgschancen massiv erhöhen. Schauen wir zum Beispiel mal in meine Minecraft-Nische, wo das deutlich auffälliger ist. Klicke ich hier auf Details, dann kann ich mir zum Beispiel die erfolgreichsten Videos meiner Konkurrenten anschauen und sehe zum Beispiel, dass hier so ein typisches 100-Tage-Video auf dem ersten Platz ist. Wenn ich mir den nächsten Kanal anschaue und auch da wieder danach suche, dann fällt mir auch hier wieder auf, dass die 100-Tage-Videos am besten funktionieren, beziehungsweise auch dieser 1000-Tage-Film. Klicke ich jetzt auf den nächsten Kanal, dann sehe ich auch hier wieder, wir haben einen Film, der gut läuft und wir haben 100-Tage-Projekte, die gut laufen. Und dann klicke ich auf den nächsten Kanal, sortiere auch hier nach den beliebtesten Videos und sehe auch hier wieder diese beiden Muster. Außerdem sehe ich auch, dass die allermeisten Thumbnails der erfolgreichen Videos so eine Art Gegenüberstellung benutzen. Ja, auch das kann ich wirklich bei jedem Kanal immer und immer wieder beobachten. Dadurch wusste ich im letzten Jahr ganz genau, wie mein Gaming-Kanal auszusehen hat. Ich habe die Idee jetzt ja nicht 1:1 kopiert. Aus 100 Tagen Überleben habe ich ja 100 Tage Bauen gemacht. Aber ganz grundlegend habe ich mir dieses Format von anderen Kanälen abgeschaut, wo ich gesehen habe, dass es immer wieder funktioniert. Auch den Thumbnail-Stil habe ich anhand der Nischenanalyse gefunden. Und mein Selbstbewusstsein für diesen Kanal habe ich ja auch gewonnen, weil ich eben durch diese Recherche gesehen habe, dass dieses Format bei allen Kanälen, die es ausprobieren, immer und immer wieder gut funktioniert. Ich wusste also, dass es mehr Nachfrage als Angebot gibt und die Leute nur darauf warten, dass ich endlich meine Videos hochlade.
Der zweite Schritt, Topics, ist auch nochmal dafür da, diese Recherche zu vertiefen. Über die Burner-Funktion können wir uns zum Beispiel nur Videos anzeigen lassen, die für deren Kanalverhältnisse gute Klicks erzielen. Ich kann außerdem hiermit auch die Shorts rausfiltern und ich kann auch nach den beliebtesten Videos generell filtern und dort zum Beispiel auch nochmal das Alter untersuchen. Auch nach Titeln kann ich suchen. Zum Beispiel hatte ich eben festgestellt, dass das Thema Film teilweise gut funktioniert. Also kann ich hier zum Beispiel Film eingeben und sehe dann alle Videos zum Thema Film und kann mir anschauen, ob es da vielleicht auch nochmal Gemeinsamkeiten gibt, die ich mir abschauen kann. Diese Gemeinsamkeiten, die ich dann überall finde, kann ich jetzt ja kombinieren zu einem extrem guten Video, was alle Vorteile kombiniert und kann damit extrem viele Klicks generieren. Wir können diese Nischenrecherche also wirklich auch für alles benutzen. Um zu erkennen, ob unser Markt überfüllt ist, um zu erkennen, ob es irgendwo Lücken gibt oder auch um generell zu verstehen, wie unsere Zuschauer ticken. Und genau bei diesem letzten Punkt, also dem Verstehen unserer Zuschauer, setzt jetzt noch ein ganz neues Tool an. Die Why Do They Watch Analyse. Hierfür wird eine KI benutzt, die unsere Kommentare filtert und am Ende uns dann raussucht, was die wichtigsten Punkte sind, warum Menschen unsere Videos schauen. Dafür bekommen wir die drei Kernpunkte aufgeschrieben und können uns aber auch die Kommentare dazu jeweils nochmal anzeigen lassen. Sind wir damit zufrieden, dann können wir in den zweiten Schritt reingehen, wo das Tool dann eben unsere Konkurrenten anschaut und dort das Gleiche macht. Hier haben wir zum Beispiel die Analyse für So geht YouTube und sehen, dass bei meinem Kanal auch die Unterhaltung hervorgehoben wurde, was jetzt hier nicht der Fall ist. Also das könnte zum Beispiel eine Idee sein, wo ich mich noch verbessern könnte oder verstärken könnte, um mich noch mehr von ihm abzusetzen. Auf meinem Gaming-Kanal sagt das Tool zum Beispiel, dass viele Menschen die Videos aufgrund der Building-Skills schauen, was etwas ist, was ich bei den Top-Kanälen der Nische so nicht gefunden habe. Diese Info kann ich jetzt also benutzen, um meinen Kanal in Zukunft noch mehr in diese Richtung auszubauen und mir damit wirklich einen Vorteil zu verschaffen. Für Hilfe mit dem Tool gibt es auch noch diesen Academy-Bereich, wo wir dann wirklich für alle Funktionen ausführliche Tutorials erhalten. Bleibt jetzt noch die spannende Frage, was kostet Morning Fame? Es gibt zwei Optionen, den Plus-Plan und den Basic-Plan. Beide Versionen sind in der jährlichen Variante nochmal günstiger, ich würde aber generell immer den Plus-Plan empfehlen, denn im Basic-Plan haben wir das Tool nur alle 12 Tage zur Verfügung, im Plus-Plan wirklich immer. Und für gerade mal $12,90, das sind umgerechnet ziemlich genau 12 Euro, da kann man wirklich nichts falsch machen. Im jährlichen Abo kostet es umgerechnet pro Monat sogar nicht mal 10 Euro. Das Video ist übrigens nicht gesponsert, aber wenn ihr meinen Link benutzt, bekomme ich dafür einen Freimonat. Da ich jetzt aber eh schon bis 2035 versorgt bin, könnt ihr euch sicher sein, dass ich selbst auch wirklich von diesem Tool überzeugt bin. Auch ihr könnt Morning Fame die ersten 30 Tage erstmal komplett kostenlos testen, also schaut es euch auf jeden Fall mal an. Während Morning Fame in meinen Augen schon fast eine Kaufpflicht ist für jeden YouTuber, gibt es noch ein weiteres Tool, wo ich auch sage, das sollte man sich auf jeden Fall mal ansehen. Dieses andere Tool habe ich in diesem Video hier schon mal vorgestellt, das wird euch dabei helfen, bessere Videoideen zu finden und eure Klicks dadurch wirklich zu vervielfachen. Und nein, das ist keine Übertreibung, schaut das Video gerne als nächstes an, viel Spaß damit, haut rein Leute und ciao!